Gut, hiermit guten Morgen, willkommen zurück zur Ruhpol ist alles 4. Immer noch auf Version 122, heute ist Süddeutscher Bund, ich glaube nicht. Oh, Polen hat, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Polen hat ja Dingsbums ganz geschluckt schon, okay. Da haben wir Jugoslawien, da haben wir Rühm. Also so langsam ist da nicht mehr viel übrig. Okay, Start. Das ist Köln, da haben wir Utrecht. Wann ist denn das alles so groß geworden, sag mal? Habe ich außersehen weitergespielt, was? Nee. Alter, Polen ist auch unangenehm. Lädt noch? Hat gleich geladen. So, erstmal gucken, Armee ist ordentlich weit oben, hoffe ich. Ich mache noch Plus. Nur noch große Mächte. Ja, so ziemlich. Langsam hört es halt wirklich auf. Langsam hört es halt wirklich auf. Ich habe die Revolution überstanden. Reformation, Revolution. Wie scheiße da halt. Hundertfünf, ja, komm. Ist schon recht spielen. Ich könnte noch weiter übers Truppenlimit gehen, aber ich bin schon über 100.000 drüber. Ich habe gar keinen Diplomaten zur Verfügung. Gut. So, das Lustige ist, das hier läuft viel schneller als die neue Version mit Fast Universal ist. Wow. Oh, ich bin im Krieg. Oh, ach stimmt, wir haben noch einen Krieg angefangen. Aber ich habe gar keine Ansprüche auf Polen. Und ich habe auch schon ganz viel besetzt von. Nee. Habe ich irgendwie. Warum habe ich da mitgemacht? Keine Ahnung. Alter, fast 1 Million Soldaten. Also reine Soldaten. Die Gesamtarmee ist größer als 1 Million. Bremen ist wieder groß, macht mir gar nicht gefallen. Habe ich zwischendurch weitergespielt? Junge. Das kommt mir alles so merkwürdig unbekannt vor. Will ich einen neuen Vasallen machen? Ich glaube möglicherweise. So, die wollte ich glaube ich vassalisieren, aber das ging nicht, weil dann der Krieg kam. Performance ist auch so mäßig geil. Ach stimmt, wir wurden dann nicht noch Rekrutierungszentren, so ein bisschen. Na. Gegen Campen. Ich will auch gar nicht campen gehen. Ne? Das ist auch noch Schweiz, okay. Einander mehr Limit plus 2, ja komm, gib mir. Ich bin wieder unter 10.000, naja. Armee Limit plus 2 wäre schon geil. Muss meine Armee mal wieder vergrößern.
Ah, ich habe auch so wenig Rekrutenreserve, Junge. Habe ich Beteiligung? 0%, ja, reicht. Wir wollen ja auch nicht so viel machen hier, ne? Regelrechte Weltkriege, ja gut. Dazu müsste das Spiel noch ein größer sein, aber es ist schon. Diplomat abberufen, Diplomat abberufen. Anspruch fingieren auf, ich weiß gar nicht auf was. Auf Spitz. Kann ich denn eigentlich den Krieg erklären? Ich habe irgendwie, also bald wieder. So, das sind die Beziehungen. Ach komm. Performance ist gerade so ein bisschen mäßig. Bremen, Krieg erklären. Dänemark käme nicht mit, das hilft mir ja nichts. Dänemark geht gar nicht. Breisgau mit drin. Oder Elsass da unten. So ist der Elsass da, müsste er nicht mehr. Nee. Wie lange hält dieser Frieden noch? Kann ich noch mal größer werden? Dauert noch ein bisschen. Hört ihr da so Aufnahmen und so habe ich heute gestartet? Ja, gut. Alles gut. Auf 170, ich kann diesen Namen nicht mal aussprechen. Mörse, ich weiß nicht mehr, wo das liegt. Ah, mehr Legalität. Handelsscheiß. So. Wir sind gerade Verteidiger des katholischen Glaubens Trend. Wie ist denn Trend? Trend ist auch schon wieder größer geworden. Ich müsste Trend direkt angreifen. Ich wünschte, ich wäre wieder katholisch. Wann bleibt das überhaupt noch? Aufklärung wurde entdeckt. 1700, naja. Apropos, da fingiere ich schon Ansprüche, da bräuchte ich noch ein paar. Hintel plus 1, ja geil. Nur wo? Da habe ich schon Händler, da habe ich auch schon Händler. Ist mal dahin, das sollte nochmal ordentlich plus bringen jetzt. Ja. Meine Armee ist größer als meine Rekrutenreserve. Also klar. Aber Köln hat sich auch so ein bisschen aufgelöst. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Da ist ein wenig angefahren. Ja, es ist halt. Was willst du machen? Gibt's Böhmen noch? Böhmen gibt's noch.
Habe ich auch Ansprüche, aber habe ich auch, glaube ich, einen Friedensvertrag, ne? Ja, irgendwie. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Hier geht nicht mehr viel, fürchte ich. Das ist der Elsass. Achso, da. Die haben auch da drüben stehen. Ist halt schwierig alles. Einheit Limit Armee plus 10. Das wäre mein Geld auch schon dumm. Dunkel. Könnte ich fast noch ein 45er Stack drauflegen, aber ich brauche erstmal wieder ein bisschen Reserve, glaube ich, an Geld. Und aktuell sind wir in einem Krieg. Da greift mich Dänemark nicht an. Hoffe ich. Die Schweiz kann Polen nicht in den. Die Schweiz und Polen. Ist nicht mal mit Polen verbündet? Okay. Finde ich gut. Das finde ich ja gut. Neben Köln kann ich auch nicht den Krieg erklären, weil überall Trend ist Verteidiger des katholischen Glaubens. Oh, das wäre ein guter Schlussschlag, ne? Trend. Eichstätt ist ja kein Ding, nicht? Traun minus 11. Nein, das war das Falsche, ich Idiot. Fuck. Oh, das wäre natürlich jetzt schön. Ich habe den falschen Button gedrückt. Ach. Trenndauer in Rekrutenreserve ist vielleicht ein bisschen niedrig. Aber jetzt auf Trend einschlagen. Oh, dann könnte ich das. Der Krieg läuft nicht. Ja, wobei. Ich muss Truppen umschichten. Wo schichte ich den jetzt alle hin? Also ich brauche was gegen Bremen. Eichstätt nehme ich einfach mal so mit. Wo ist denn Eichstätt überhaupt? Da ist Eichstätt. Da brauche ich einen Stack, der sollte reichen gegen Eichstätt. Wieso gehst du nicht einfach so rum dahin? Ich weiß es auch nicht. Dann mal so halbwegs gleichmäßig. So, jetzt habe ich drei Stacks nach unten. Dann muss ich auch mal drei Stacks nach oben schieben. Da habe ich 1, 2, 3. Das ist ja auch Bremen. Da habe ich schon drei oben. Jetzt schiebe ich mal noch einen vierten nach da unten auf die Füße. Nee. Jetzt sind wir bei 4. 1, 2, 3. Ich werde die hinschieben. Da ist noch ein Stack, der könnte auch bleiben. Ich habe so viele Stacks inzwischen, das ist schwierig.
Aber das ist eine Gelegenheit. Das Problem ist, die können nur so bedingt gut stehen. Besser wird's nicht mehr. Besser wird es wirklich nicht mehr. Steuereinnahmen, was meint ihr denn Steuereinnahmen? 224 für ein Jahr. So, ja klar. Staffeln wir die Scheiße doch mal. Okay. Und jetzt warte ich mal noch das Jahr zu Ende. Das bewirkt nicht viel, aber hey. Sollen wir mal kurz gucken, ob das immer noch da wirklich, ja, Rente zur Teil des katholischen Glaubens. Überlegenheit demonstrieren. Blub, blub, blub. Ist Utrecht? Wie groß ist denn Utrecht? Ja, weiß nicht. Aber bessere Gelegenheit wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, ne? Besser wird's wohl nicht mehr. Kann meine Armee irgendwo stehen? Nein, kann sie natürlich nicht. Das radieren wir gleich mal aus. Hier geht man nach da, du nach da. Das Problem ist, ich muss meine Truppen jetzt alle in die Nähe stellen, sonst wird das richtig scheiße. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Ich hoffe es wirklich sehr. Dich kann ich da unten nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Habe ich noch irgendwas, was ich anwerfen kann? Professionelle Armee. Kampfstärke in. Das jetzt nehme ich mir jetzt einfach mal. Üben finden die ersten Kämpfe statt. Die beschäftigen sie jetzt hoffentlich erstmal mit meinen Verbündeten, dann kann ich vielleicht. Siegen wird von Franken besetzt, sehr gut. Das Problem ist, meine. Sie haben halt nicht genug. Ich kann die halt nicht da ewig stehen lassen, sonst verbrennen die ohne Ende Rekrutenreserve. Das geht halt einfach nicht ordentlich. Lagerung von Eichstätt gewonnen. So, da unten brauche ich erstmal keine Truppen, weil ich da eh nicht vorwärts komme. Nee, will ich auch gar nicht. Oder will ich die haben?